Also es gab schon Momente, wo ich mir einfach echt oft die Frage gestellt habe, wieso ich? Ich kann kein normales Leben führen, ich kann keine Händchen halten, zum Beispiel in Beziehungen habe ich es immer vermieden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich in der Pubertät angefangen habe zu schwitzen und Angst hatte, meine Schulkolleginnen könnten sehen, wie ich große Schweißflecken unter den Armen habe. Allerdings gewöhnt man sich dann ja auch irgendwann daran und merkt, dass es ganz normal zu schwitzen. Aber bei manchen wird es immer schlimmer. So ging es auch Charlotte. Sie hat Hyperhidrose, also krankhaftes Schwitzen. Vor kurzem hat sie sich deswegen sogar operieren lassen. Und ich will wissen, warum hat sie sich für diesen Schritt entschieden und schwitzt sie jetzt wirklich sehr viel weniger? Eure Fragen sind wie immer natürlich mit dabei. Willkommen bei Follow Me Reports. Hi! Ich schau, ob du schon mal reinkommen. Ja, danke, sehr gerne. Jetzt haben wir uns ja nicht die Hand gegeben. Hättest du vor deiner OP auch eher nicht so gern oder nicht so oft die Hand gegeben? Jein, ja. Davor halt 50 Mal an der Hände abwischen oder eine Hose abwischen, dass halt die trocken sind. Sonst eher nicht, nee. Nachher bekomme ich noch eine Maniküre von dir. Ja, genau. Freue ich mich auch drauf. Genau. Und dann werde ich auch noch mal sehen, ob du jetzt nach der OP wirklich nicht mehr so schwitzt. Und jetzt würde ich aber gerne so ein bisschen was darüber erfahren, wie das Schwitzen dich im Alltag belastet hat. Im Allgemeinen schon, wenn man zum Beispiel nur Tassen anfasst zum Tee kochen oder ein Handy bedient. Das ging halt schon weiter, dass mein Touchscreen ja gar nicht reagiert hat, wenn ich es irgendwie berührt habe. Du versuchst halt damit zu leben. Was anderes bleibt dir nicht übrig. Wenn du so an übermäßiges Schwitzen denkst, denkst du nicht, dass das so in so, ich sag mal, bei so Kleinigkeiten so belastend sein kann. Ich habe hier nur ein Video, wo man sieht, dass er wirklich sehr, sehr nass ist. Mein Sofa ist aus Leder und wenn ich halt meine Hand einfach abgelegt hat, dann hat man halt genau gesehen, dass ich überall Tappe hinterlasse und wirklich überall, ja, wie ich hinterlass, wenn ich was angefasst habe, dass es mir teilweise aus den Händen gerutscht ist. Also das jetzt war ganz normaler Zustand quasi. Genau, das war jetzt also normaler Zustand. Nicht aufgeregt. Gar nichts. Es fängt halt an und hört nicht mehr auf. Wo hast du sonst noch stark geschwitzt? Ich habe es jetzt wirklich nur an Hände und Füße und dort wird auch erstmal werden auch erstmal die Hände operiert. Du kannst nicht beides, weil mir war immer ganz wichtig, dass ich halt an den Füßen schwitze. Ich immer noch, muss ich ehrlich sagen. Dass erstmal die Hände aufhören, weil die brauchst du zum Arbeiten. Man hat halt die Chance bei dieser OP, dass 20% bei 20% hören die Füße mit auf zu schwitzen. Du bist ja auch Kosmetikerin, also das heißt, du arbeitest wirklich mit deinen Händen und auch mit deinen Händen an Menschen. Ich habe das nie als Einschränkung gesehen, diese Krankheit, sondern einfach, ja, ich muss genauso leben wie jeder andere auch. Weiß man, woher das kommt, Hyperhidrose? Eine richtige Ursache weiß man nicht so wirklich. Es ist halt einfach eine Überfunktion. Der Nerv produziert einfach zu viel. Und das Schlimme, dieser Nerv sitzt halt im Gehirn neben dem Zentrum Gefühle, sage ich jetzt einfach mal. Wenn du dann zum Beispiel jemanden kennenlernst, du trennst dich, du bist verliebt oder du hast schlechte Laune, dann ist es noch schlimmer. Kannst du mich so ein bisschen mitnehmen in deine Jugendzeit, wie das war, wann das angefangen hat? Ich habe es gemerkt, so schon in der 5., 6. Klasse. Wo bist du? Da bin ich in der Mitte und da habe ich auch schon geschwitzt. Und es war halt immer bei Auftritten, Hände nass, Füße nass. Ich glaube, meine alle Klassenarbeiten wälzten sich teilweise, weil ich einfach so nasse Hände hatte. Dann habe ich irgendwann zu meinen Eltern gesagt, bin ich halt hingesehen, ich schwitze halt wirklich ganz arg. Und dann ging es los mit der Aluminiumchloridcreme. Du darfst halt auf die Schwitzen stellen und du musst dann auch mit Handschuhen schlafen nachts. Du darfst dich nicht auf normale Haut, weil das so ein bisschen ätzend ist, sagt man. Das ging dann so 1-2 Wochen gut. Ja gut, du probierst es halt aus, gab es nichts anderes. Und dann mit 18 bin ich, glaube ich, wieder zum Arzt. Und der meinte dann, man könne Botox in die Hände spritzen. Das ist noch so eine Möglichkeit. Das habe ich auch schon gehört. Kriegst du nicht bloß eine Spritze, damit hätte ich vielleicht noch leben können, sondern du kriegst die wirklich pro Millimeter so rein. Und in die ganze Hand. Und die ganze Prozedur kostet 600 Euro, zahlt auch keine Krankenkasse. Und es hebt maximal 3 bis 6 Monate. Ich dachte immer, dass es eigentlich eher eine ästhetische Sache ist. Ich habe wirklich nicht darüber nachgedacht, wie gefährlich das zum Teil sein kann, wenn du im Auto sitzt, beim Autofahren und deine Hände schwitzen gerade sehr stark, vielleicht rutscht dir das Lenkrad mal weg. Ja, oder das so. Hatte ich auch und darum hatte ich immer ein Handtuch in meinem Auto. Ich fahre oft mit einer Hand, wie halt jeder teilweise fährt, rutscht dann das Lenkrad halt echt aus der Hand und dann fährst du halt mal kurz woanders hin. Je mehr wir über schwitzige Hände sprechen, desto mehr merke ich, dass meine Hände anfangen zu schwitzen. Es ist halt, ich denke mal, einfach dann Nervosität oder so. Und dann, wenn ja, du dich ich glaube, der Fokus da drauf genau, ist. Normalerweise wären es jetzt Plitsche-Platsche nass. Wenn du dann davon geredet hast, dann ist es wirklich so, als wären die Hände explodiert. Also wirklich, das war dann am schlimmsten. Dann hört es halt nicht mehr auf. Darum habe ich es einfach
so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, muss ich oft sagen. Auch in der Schule, klar, bei zum Beispiel bei Präsentationen, da ist ja die Nervosität so hoch, dass du wirklich schwitzt, egal ob du jetzt Hyperhidrose hast oder nicht. Und dann war halt bei mir, tropfte das halt schon. Diese blöden Zettelchen, was du dann halt hattest, wo du was abgelesen hast, die waren halt schon komplett durchnässt. Also die haben gar nicht mehr existiert. Es ist halt echt unangenehm. Wirklich, weil du hast dann das Gefühl, du fängst dann auch an zu muffeln oder so. Aus unserer Community kam auch nämlich die Frage, ob du dann auch gleichzeitig auch ein Thema mit Körpergeruch hattest. Ich hatte da gar kein Problem vom Geruch her, nur wenn ich wirklich jetzt zum Beispiel wie ein Referat halten musste, natürlich hat dann meine Achseln natürlich mit angefangen zu schwitzen. Ja. Das ist halt anderer Körpergeruch, wenn du unter den Achseln schwitzt, das ist halt einfach so. Hast du dich geschämt in diesen Momenten, in denen du dann so übermäßig geschwitzt hast? Klar, du hast... Für dich selber schämst du dich, vielleicht sieht es jemand anders nicht. Aber für mich selber war das schon immer so unangenehm, wo ich dachte, ich will jetzt einfach nur noch heim und mir mal das T-Shirt anziehen oder meine Hände abtrocknen oder gibt es hier irgendwo ein Waschbecken, wo ich meine Hände waschen kann. Wie ist es denn bei euch, wenn ihr schwitzt? Ist euch das egal oder schämt ihr euch dafür? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn du so jung warst und du kanntest niemand anderen, dem es auch so ging, hast du dich dann manchmal auch alleine damit gefühlt? Also es gab schon Momente, wo ich mir einfach echt oft die Frage gestellt habe, wieso ich? Ich kann kein normales Leben führen, ich kann keine Händchen halten, zum Beispiel in Beziehungen habe ich es immer vermieden. Ich glaube, da habe ich einfach zu gute familiäre Verhältnisse, muss man ganz klar sagen, die mich da unterstützen, die mir nie das gezeigt haben, oh, du bist was anderes. Dann bin ich immer gespannt, wie es jetzt ist mit deinen Händen nach der OP, weil ich bekomme jetzt eine Maniküre von dir. Genau. Und dann gehen wir jetzt in dein Kosmetikstudio. Genau, das machen wir jetzt. Sehr gut. Musst du noch irgendwas mitnehmen? So ein kleines Handtuch und mein schönes Babypuder. Ein so ein Ding habe ich echt im Monat gebraucht. Aber du wirst es ja hoffentlich nicht brauchen. Nee, hoffentlich nicht. Wie war denn das mit den schützigen Händen zum Beispiel beim Daten? Was, hast du dann da auch Berührungsängste gehabt? Ich muss sagen, ich bin relativ offen damit ja umgegangen, wo ich jetzt älter geworden bin. Und hat dann auch nie Probleme. Also die haben das immer verstanden. Ich habe dann auch gesagt, ich schwitze ganz arg. Ich weiß, es ist unangenehm, ich kann aber nichts dafür. Und will einfach kein Händchen halten oder dass wir uns irgendwie berühren. Muss man ja ganz klar sagen. In Beziehungen auch? In Beziehungen, genau, ja. Da hat man ja auch teilweise Fälle, wo einer mobbt oder sagt, meine Freundin mag ich nicht, will ich nicht. Oder mein Freund, muss ich sagen, die haben alle damit komplett... irgendwie abgeschlossen. Die haben gesagt, ja, okay, meine Freundin schwitzt halt deine Hände und das ist okay. Hat das Schwitzen beim Sex eine Rolle gespielt? Sex hast du ja mit deinem Partner, den du liebst. Und da haben meine Hände dann schon sich reguliert, muss ich ehrlich sagen. Also auch bei Berührungen oder ihn anzufassen oder so, das war dann gar kein Problem. Es ist interessant, weil du sagst ja, okay, Händchen halten wolltest du nicht mit deinem Partner, aber zum Beispiel beim Sex war es dann aber kein Problem, sich zu berühren. Vielleicht war es Kopfsache dann auch. Keine Ahnung. Dann muss ich ehrlich sagen, da hatte ich jetzt noch nicht die Schwierigkeiten. Das war einfach vielleicht eine andere Umgebung oder andere Situation, wie jetzt in der Öffentlichkeit irgendwie Händchen zu halten. Wie war das denn damals mit deinem ersten Freund und wie alt warst du da? Ja, bei meinem ersten Freund war ich so an die 16 und da habe ich natürlich schon geschwitzt. Ich habe das relativ am Anfang vielleicht versteckt. Ich habe es ihm dann halt irgendwann erklärt, das Hut ab, vor ihm wirklich hingenommen und gesagt, ja, okay, ist ja nicht schlimm, du bist meine Freundin, ob du jetzt schwitzt oder nicht, das ist mir eigentlich Bums. Mit 16 bin ich da eigentlich gut aufgefangen worden, dass da ein Mann eigentlich schon so weit war, muss ich ehrlich sagen, im Kopf, um das so hinzunehmen und zu sagen, nö, ich nehme meine Freundin halt so, wie sie ist. Also ich liebe die ja so, wie sie vom Charakter ist und vom Aussehen und ob sie jetzt nasse Hände hat oder nicht, das war dem, muss ich ehrlich sagen, war dem egal. Das ist schön. Das ist gar keine Frage. Und das ist halt selten. Dass Leute so reagieren, meinst du? Oder? Ja, ich finde, also so find ich halt so positiv reagieren. Es gab halt ein, zwei Situationen, wo halt mal jemand I oder W gesagt hat. In dem Moment war das dann halt schon kurz ein Bruch im Selbstbewusstsein. Aber ich dachte mir im nächsten Moment, nee, who cares, mach ich weiter. Ich muss gestehen, dass ich schon mal von Hyperhidrose gehört habe, aber da immer dachte, dass es eher ein ästhetisches Problem für die Leute manchmal ist. Ich dachte nicht, dass einen das so im Alltag beeinträchtigt und wirklich belastet. Und insofern kann ich total verstehen, dass Charlotte diese OP jetzt gemacht hat. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob es auch funktioniert hat. Und das werden wir jetzt gleich mal bei der Maniküre austesten. Ich glaube, wir sind jetzt so nah, dass wir eine Maske aufsetzen müssen. Du legst auch mal hier zur Seite. Genau. Falls wir es brauchen. Mhm. Genau. Und ich auch. Mhm. Lass du einmal herkommen. Ja. Hoffentlich. Oh, jetzt bin ich auch ein bisschen aufgeregt, so zu sehen, wie es ist. So. Nee, aber man Hände fühlen sich gut an. Ja. Super. Also, wie geht's dir jetzt? Mir geht's gut. Warum hast du dich denn
ich sag mal, erst jetzt für diese OP entschieden? Weil ich mich jetzt erst damit wirklich auseinandergesetzt hatte. Jetzt hatte ich halt mich nochmal informiert über OP und bin dann auf einen YouTube-Kanal gekommen, wie eine Frau berichtet hat, einfach, dass ihre Füße jetzt aufhören zu schwitzen, weil sie sich jetzt operieren lassen hat. Und bin irgendwann auf die Klinik nach München gekommen. Erstmal wird geschaut, wie viel Schweiß absonderst du eigentlich auf den Mikromillimeter oder Zentimeter und ob du überhaupt Hypoidrose hast und welchen Grad. Dann kommst du in so einen Raum, wirst mit so Elektroden beklebt an Hände, Füße. Der misst dann einfach, wie viel Schweiß du absonderst in 20 Minuten. Und dann ist das Ergebnis auch schon da. Und dann war auch das Ergebnis da, dass ich zu viel schwitze einfach. Ich war natürlich dann voll happy, muss ich sagen, dass es dann eine Möglichkeit gibt und dass ich auch die Krankheit so habe. Kostet so eine OP was? Die ganze OP kostet 5.000 bis 6.000 Euro. Du kriegst nämlich so ein Gutachten, dass du deiner Krankenkasse einreichst. Ohne Meckern und Mösern hat die einfach mir das bejaht und hat gesagt, nö, kein Problem, das zählt ja auch zu ihren beruflichen Sachen und sie können ja nichts anfassen, sie können nicht richtig arbeiten. Kein Problem, wir zahlen das. Wie war das am Tag des OP-Termins und auch kurz davor? Warst du sehr aufgeregt? Ich war nervös, ja. Ich habe die Nacht nicht so schlafen können, weil ich mir echt gedacht habe, nächsten Tag ändert sich einfach mein Leben. Morgen wird operiert, bin ich wirklich total gespannt und jetzt sind meine Hände auch wirklich komplett nass. Aber wie happy du schon guckst. Ja, also schon sehr freudig aufgeregt. Ja, also wirklich, weil halt das die letzte Möglichkeit ist, sowas zu beheben. Auch wie war das danach? Ich schätze, nach der OP war erstmal vielleicht ein bisschen schmerzhaft. Das ist halt schmerzhaft, ja. Also es ist nicht so, dass du stehst auf und bist happy. Mir tut's ganz arg weh an den Rippen. Ich muss sagen, die OP selber lief wirklich gut. Gab keine Komplikationen. Nur danach ist wirklich, als hätte man einen 50-Kilo-Klotz auf einem und kriegt ganz, ganz arg schwer Luft. Man hat so ein bisschen Panikattacken. So ein bisschen, ich muss nach Luft schnappen, kann es aber nicht. Hier wurde operiert und hier war halt die Drainage drin. Mhm. Was sind denn die Risiken von so einer OP? Also die Risiken sind halt einfach, dass du Verletzung vom anderen Gewebe, also die Lunge ist ja hier drin, dass du auch Thrombose kriegen kannst dadurch. Oder er hat auch erzählt, dass man eine bestimmte Pigmentstörung bekommen kann. Er hatte einen Patient bisher in 20 Jahren, der hat es aber nur gemerkt, dass er oberhalb nicht mehr braun geworden ist, 3 Jahre lang. Es gibt ja auch sowas wie komplementäres Schwitzen, also dass du quasi eine OP machst, dann an den Händen aufhörst zu schwitzen, aber an anderen Stellen schwitzt. Also es kommt auf jeden Fall vor, weil dieser Strang sucht sich ja einen anderen Ausgang. Aber ich hatte mit einer geredet, mit meiner Zimmernachbarin, und die schwitzt jetzt an den Lenden, aber nicht im Vergleich, wie sie an den Händen geschwitzt hatte. Also ich fühle mich sehr gut aufgehoben in deinen Händen. Ich hätte während dem Arbeiten einfach wirklich immer nasse Hände. Wie ist, was ist das für ein Gefühl jetzt für dich, das so machen zu können? Das ist ein komplettes neues Lebensgefühl. Ja. Also ein komplettes. Also ich bewundere das jeden Tag jetzt gerade. Muss ich ganz ehrlich sagen, hört sich an wie ein kleines Kind. Hände. Ja, ich bewundere meine Hände. Ja. Jeden Tag wie so ein kleines Kind, wo ich einfach sage. Aber so cool einfach, dass ich jetzt die trockenen Hände habe und dass ich alles anfassen kann. Dann sind wir fertig. Schön. Vielen, vielen Dank. Bitte, danke, bitte, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und einen Tag mit dir verbringen durfte. Danke gerne, dir. Immer wieder gerne. Ich finde es super und total fair, dass die Krankenkasse Charlotte die OP bezahlt hat. Und ich finde es aber auch super stark von ihr, dass sie vorher schon immer so mit blöden Kommentaren und all der Beeinträchtigung so cool umgegangen ist und es auch versucht hat, irgendwie mit Humor zu nehmen. Aber es ist natürlich schon zu sehen, was für eine unglaubliche Erleichterung das jetzt für sie ist. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Nächste Woche Mittwoch um 15 Uhr gibt es eine neue Folge. Auch Katharina hat sich aus gesundheitlichen Gründen einer OP unterzogen. Sie hat sich ihre Brustimplantate entfernen lassen. Das Video findet ihr hier. Und unsere KollegInnen von Die Frage haben Robin getroffen, der nicht schwitzen kann und an einer seltenen Hautkrankheit leidet. Das Video gibt's hier. Wie steht ihr denn zum Thema Schwitzen? Schämt ihr euch, wenn ihr schwitzt, oder ist euch das total egal? Schreibt es mir in die Kommentare.